Ich fange sonst nochmal von vorne an. Ja. Mein Name ist Patrick Chenot. Ich bin 32 Jahre alt. Das heißt, ich habe morgen Geburtstag. Ich bin ein Mitglied der Kerngruppe der FIGU, der Freien Interessengemeinschaft für Grenz- und Geistwissenschaften und Ufologiestudien. Und ich, wie gesagt, ich bin hier oben in Hinterschmidrüti, im idyllischen Ort hier in der Schweiz. Und ich bin eigentlich gerade am Arbeiten und die lieben Filmleute haben mich jetzt gerade gecatcht und haben mich gefragt, ob ich ganz kurz Zeit hätte, ein Interview zu machen. Und wie hast du das erste Mal über Billy gehört? Das war 1991 über ein Passivmitglied, den ich im Kiosk in Zürich kennengelernt habe. Der hat privat einen Vortrag gehalten, zwei Wochen später, wo ich auch zugegen war. Dort habe ich von Billy May zum ersten Mal gehört. Und was waren deine ersten Gedanken, als du das gesehen hast? Ich war natürlich sehr skeptisch, wie eigentlich jeder normale Mensch auch, der sich zum ersten Mal mit dieser Sache beschäftigt. Und ich habe mir dann einfach gedacht, gehe einfach mal neutral und unvoreingenommen der Sache nach. Das habe ich dann getan. Habe dann langsam aber sicher gemerkt, dass da etwas dahinter ist. Und bin dann mit der Zeit darauf gestoßen, dass das, was der Billy Meyer und so weiter erzählt, dass das effektiv der Realität entspricht. Und hat man dich ein bisschen als Verrückten erklärt, nachdem du so in deiner Außenwelt davon erzählt hast? Es ist so, wie gesagt, ich bin jetzt 32 Jahre alt und zum ersten Mal habe ich mit 17 Jahren davon gehört. Und da habe ich natürlich am Anfang schon ein bisschen enthusiastisch von der Sache erzählt. Da haben natürlich die Leute schon gedacht, ja, der ist hinter dem Mond oder was ist jetzt mit dem geschehen? Der ist ja eigentlich noch normalerweise. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass man bei gewissen Menschen über diese Sache erzählen kann und bei gewissen Menschen lieber das Maul hält. Und was ist so das Wichtigste, würdest du sagen, was du bei der ganzen Sache gelernt hast? Das Wichtigste ist eigentlich dasjenige, vor dem sich der Mensch eigentlich am meisten fürchtet, nämlich sich selbst zu erkennen, also den eigenen Spiegel sich selbst vorzuhalten und seine Fehler und Schwächen zu erkennen und diese zu beheben. Das ist eigentlich das Härteste überhaupt, was der Mensch im Leben tun kann und auch tun sollte. Und das ist mir eigentlich am nähesten dargebracht worden, so gesehen. Das ist das, was ich eigentlich am meisten gelernt habe. Hast du schon mal UFOs fotografiert oder auch gesehen? Fotografiert noch nicht, gesehen ja. Also ich habe einige Sichtungen gehabt in der Nacht wie auch am Tag. Das erste war 1999 im Mai, das war etwa um 10 Uhr abends, da war ich mit ein paar Leuten in der Küche, da kamen der Sival und der Billy in die Küche reingestürmt, haben gesagt, da draußen ist was, bin ich nach draußen gegangen, mit den anderen natürlich, und dann sah ich ein recht großes, hellleuchtendes Objekt, etwa in der Größe der Venus, wenn sie sehr hell leuchtet, ein bisschen größer. Und das zog dann ganz ruhig und ohne einen Ton von sich zu geben über den Nachthimmel etwa mit, sagen wir mal, 50, 60 Stundenkilometer auf etwa 4000 Meter Höhe. Sehr ruhig und wie gesagt lautlos, und es war eigentlich eindeutig ein fliegendes Objekt, das weder ein Flugzeug war noch ein Ballon oder sonst noch etwas in dem Rahmen. Und was hast du da gefühlt, als du das gesehen hast? Ich wollte bewusst mich neutral verhalten, damit ich diese Sichtung eigentlich möglichst tief in mich gehen lassen kann. Das heißt, dass ich sie sehr neutral beobachten kann, dass ich sie sehr neutral wahrnehmen kann, das Ganze. Dass ich das Erlebnis auch sehr gut registrieren kann. Also ich war weder euphorisch noch irgendwie aus dem Häuschen, überhaupt nicht. Ich war einfach dankbar, dass ich auch mal etwas sehen durfte und erleben durfte. Und das war dann das erste Erlebnis, was ich hatte. Irgendwas speziell, hold on one second. See, what we need to do is we need to like target the sound is like right here, okay, from his mouth and you're like pointing around there. Okay. So important is to be like right there. Sure. Ist da etwas ganz Bestimmtes, was dich fasziniert über zum Beispiel die Geschichte, die aus der Billys Erzählung und Kontakten herausgekommen ist, über die Entstehung der Menschheit, dass wir, dass der Affe eigentlich von uns abstammt, dass sozusagen außerirdische Menschen sich mit uns vermischt haben? Ist da was dich fasziniert oder besonders berührt?
Ja, da gibt es eigentlich einige Dinge. Und zwar, dass das Ganze viel weitläufiger ist, als man bis anhin angenommen hat, wie man eigentlich von uns irdischen Wissenschaften bis jetzt verkauft gekriegt hat, dass eigentlich viel mehr dahinter steckt. Und zwar, dass der Mensch nicht einfach nur ein Zufallsprodukt ist, sondern dass er eigentlich in einem Plan, in einem schöpferischen Plan enthalten ist und eigentlich die Aufgabe hat, sich selbst weiterzuentwickeln, sich selbst zu evolutionieren und immer nach höherem zu streben und eigentlich sich selbst aufzubauen. Das heißt, eigene Werte zu erarbeiten, eigene Werte aufzubauen und dies nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Mitmenschen und eigentlich für alle Lebensformen zu nutzen. Und da ist auch in der Geschichte der Menschheit auch schon einiges geschehen in dieser Richtung, im Positiven, aber leider auch im Negativen. Und das Ganze drumherum ist eigentlich schon faszinierend, wirklich. Aber eben wie gesagt, das, was eigentlich den Menschen selbst betrifft, also seine Entwicklung, seine Arbeit an sich selbst und zwar, das ist eigentlich schon das Hauptsächlichste, was mich am meisten interessiert und auch am meisten berührt hat. Hast du eine Änderung in deinem Leben gesehen oder beobachtet, nachdem du dich bewusst für den Billy und seine Lehren entschieden hast? Und wie, was für einen Effekt hat das auf dich gehabt? Es hat sehr viele Effekte gehabt, und zwar in dem Rahmen, dass ich einerseits mich selbst besser kennengelernt habe und auch meine Mitmenschen besser kennengelernt habe und auch gelernt habe, meine Mitmenschen auch besser zu verstehen. Das bedeutet, dass ich auch die Schwächen und die Unvollkommenheit, die wir Menschen halt nun mal einfach haben, auch besser durchleuchten kann und besser akzeptieren kann und daraus entsteht natürlich auch mehr Toleranz. Was würdest du dir für die Zukunft, für uns Menschen wünschen? Da gibt es einiges. Also die hauptsächlichen Dinge, die man immer hört, ist Frieden und Freiheit für die Menschen. Das ist auch das, was ja die Fotomodelle und so weiter sagen. Das ist ja nichts Neues. Für mich persönlich wünsche ich mir für die gesamte Menschheit und für jeden einzelnen Menschen, dass er lernt, sich selbst zu erkennen, dass er lernt, etwas aus sich selbst zu machen und dadurch inneren Frieden findet, innere Freiheit findet, innere Harmonie findet und aufbauen kann und auch das Wissen, die Weisheit und die Liebe sucht, findet und sich zu eigen macht und dadurch im Gesamten, also in der gesamten Menschheit, endlich mal Frieden schaffen kann, so dass wir eigentlich das Paradies, wo wir uns eigentlich immer als Ort vorstellen, normalerweise die Menschen, dass wir merken, dass das Paradies nicht ein Ort ist, sondern ein Zustand, der Mensch eigentlich erreichen kann, eben durch die Werte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe.